Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge eurer Gameplayerin und zwar mit Star Stable. Ja, beim letzten Mal hatte ich mich ja hier ein wenig drauf verfranst. Eigentlich müsste ich ja jetzt immer noch diesen Notar suchen. Ich weiß immer noch nicht, wo er ist. Ah doch, ich glaube, ich habe ihn gerade gesehen, oder? Kann das sein? Da hinten ist übrigens auch noch die Box. Da wollte ich auch nochmal gucken. Da ist nichts drin, okay. Ja, dann war das vielleicht wirklich nur so eine Art Willkommensgeschenk am Anfang. So, halt, stopp, mit dem möchte ich aber gerne reden. Geh doch mal ein bisschen näher dran. Ja, wieso nimmt er das nicht an? Hallo. Drehst du dein Pferd auch mal? So, kann ich jetzt mit dir reden? Ah, endlich. Willst du den Namen deines Pferdes ändern? Wie heißt es denn? Nein, ich möchte es nicht ändern. Ich will auch keine Gebühr bezahlen. Nein. Nein, nein, nein. Möchte ich nicht. Ich dachte, du bist der Notar. Du hast mich hier total verwirrt. Jetzt ist hier natürlich dieses Spiel mit Spirit. Aber... Und da haben wir jetzt natürlich dieses Problem, dass wir hier nichts sehen können. Hier sind nämlich nur zwei Ausrufezeichen. Und das andere, das ist da vorne der Wagen, den man benutzen kann, glaube ich. Ja, das ist natürlich etwas doof, weil wir sollten ja eigentlich den Notar finden. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht mehr, wo der gesagt hat, wo der Notar ist. Weil ich zwischenzeitlich, naja, sagen wir mal, versucht habe, ein anderes Spiel zu spielen über Steam. Aber das ist leider jetzt komplett gecrashed. Was aber auch ganz gut ist, weil ich jetzt hier deswegen drin bin. Oh. Gamaschen. Oh, das ist... Oh, aber 80. Oh, das ist teuer. Aber die sind schön. 110. Oh mein Gott, ist das teuer. Was ist das hier? Achso, das ist eine andere Farbe. Oh, aber die Gamaschen hätte ich schon gern. Die sind echt geil. Das Schleifchen eigentlich auch. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier raus. Ich gucke noch mal ein bisschen rum hier. Oh, ich darf nicht auf solche Märkte gehen. Ich merke schon. So, Moment. Wir haben jetzt hier ein schönes in Lila. Jetzt muss ich auch mal eben schauen. Ach, von hier aus kann ich gar nicht bei mir reinschauen. So, in Schwarz passt es natürlich auch sehr gut. Braun. Die sind zum Glück nicht ganz so teuer, beziehungsweise... Ja, genau. Ich muss eins mehr bezahlen, als dass ich an Gold drin habe. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Was sind das hier für dämliche Preise? Also mal ganz ehrlich. Stärke und Agilität. Genau. Agilität plus eins. Und was haben wir jetzt aktuell drin? Disziplin plus 1. Ja, wäre schon besser. Ist aber auch schon sehr teuer. Ich schaue mich noch mal eben so ein bisschen um. Wieso habe ich denn jetzt das Inventar geöffnet? Das wollte ich doch gar nicht. Kann ich mit dir schon reden? Hallo, willst du eine Tasche haben? Dann bist du hier genau richtig. Willkommen in Fort Pinters... Haustier- und Taschengeschäft. Oh, warum wir Haustiere und Taschen verkaufen, das ist doch klar. Weil man eine Satteltasche braucht, um mit einem Haustier reiten zu können. Wie sollte dein Haustier sonst sehen, wo ihr seid? Ich möchte erstmal gerne wissen, wo ich ein Haustier herkriege. Bei mir findest du die schönsten Taschen in ganz Jorvik. Und bei meiner Kollegin im Tiergeschäft, gibt es alle möglichen Haustiere. Ah, hier rechts, glaube ich. Weißt du was? Geh zu ihr und sage Hallo. Sag ihr, dass du eine VIP-Kunde bist, sodass du die erste Tasche gratis bekommst. Ja, das ist doch cool. Das machen wir doch mal. Wusa. Schätzchen, du musst mal eben hier draußen auf mich warten, meine kleine Prinzessin. Mama muss mal eben shoppen gehen. Oder auch nicht, wenn das so sauteuer ist wie die anderen Sachen. Oh, wie süß. Da muss ich direkt mal ein Foto von machen. Oh, ist das knufflig. Was haben die denn? Oh, die haben, das sind immer so kleine Pinscherhunde. Haben die ja keine großen. Was ist, oh, sogar Häschen haben sie. Oh, ich muss mal hier gehen. Ich kann ja gar nicht mehr.
Oh, ein fleckiges Häschen. Oh, das ist so süß. Oder halt eine Katze. Also die Hunde, naja, das sind halt so kleine Pinscher. Das sind ja keine richtigen Hunde. Für mich fängt ein Hund ab 40, 50 Zentimeter Rückenhöhe an. Mit dir kann ich sprechen. Hallo, ah, du bist ein VIP-Kunde. Bitte sehr. Hier hast du eine Tasche für dein Haustier. Es ist nicht die schönste Tasche der Welt, aber mein Kollege dort verkauft etwas schönere Taschen, wenn du willst. Aber jetzt zum Haustier. Hast du gesehen, wie süß die sind? Ja, hab ich. Sie suchen alle nach einem neuen Zuhause. Was sagst du? Glaubst du, dass eins von ihnen besonders süß ist? Ja, ganz viele. Sprich mit mir, wenn du ein Tier kaufen willst und erinnere dich daran, dass sie in einer Tasche sitzen müssen, wenn du sie sehen willst. Sonst glauben sie, dass sie zu langweilig sind, um sich zeigen zu dürfen. Okay. Ja, ich befürchte nur, die sind zu teuer. 40 Sterne. Oh mein Gott, das ist purer Luxus, ein Tier mit sich zu tragen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss erstmal nach anderen Sachen gucken. Und die Kaninchen sind sogar noch teurer, obwohl hier ist ein günstiges. Das Fleckige. 35, 40. Ihr habt sie doch nicht mehr alle, ehrlich. Dalmatiner-Welpen. Ach, die haben sie auch. Die habe ich gar nicht gesehen. Hä? Wo sollen denn hier Dalmatiner-Welpen sein? Aber nicht hier drin. Weil rechts sind nur die Katzen. Ach, die sind alle so süß. Ich muss rausgehen. Das ist mir wirklich zu teuer für heute. Wenn ich mal Geld gespart habe, aber ich will ja eigentlich auch was Geld sparen, um mir noch ein anderes Pferd zu kaufen. Das ist halt das Problem. So, was haben wir denn hier links? Ach, das waren die Gamaschen. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, die Gamaschen finde ich auch total schön. Da hinten ist ein Auflauf, also Menschenauflauf. 90, wollt ihr mich verarschen, ganz ehrlich? 65, ne, die Farbe geht aber gar nicht. Also die Rosanen, die sahen schon schön aus. Also hier, die gehen jetzt irgendwie gar nicht, ne. Nicht nur, weil sie zu teuer sind, sondern weil sie einfach nicht schön aussehen. So, Hallöchen. Ich mache mal einfach einen Screenshot von mir. Ach so, das ist wegen den Sonnenbrillen. Jetzt verstehe ich auch, warum ich so groß drin bin. Ja. Nee, also die sind mega teuer und bringen mir gar nichts. Da habe ich mal eine schöne Optik. Nee, keine Sonnenbrille. Gucken wir mal hier. Gut, Reitstiefel brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Aber wir können... Ach, hallo? Lass doch gerne ein Stückchen weitergehen. So. Die Kameraperspektive ist schon ziemlich blöd. Es ist aber nur Pflege. Ist alles nur Pflege. Das sieht ganz cool aus. Ist mir aber zu teuer. Das ist cool mit dem Regenbogen. Ist mir aber auch viel, viel zu teuer. Und da ich ja nur 100 pro Tag kriege, muss ich eh schon wahnsinnig lange sparen, um überhaupt ein Pferd zu kaufen. Weil ich habe mal in einem Video gesehen, dass das Pferd wohl irgendwas an die 8.000 bis 9.000 kostet oder so. Ach so, das ist okay. Das brauchen wir jetzt im Moment noch nicht. Wird aber wahrscheinlich hier auch noch sauteuer. Obwohl, nee, das ist zwei. Das ist wahrscheinlich, weil es die Grundbedürfnisse sind oder so. Ach, da kann man Pferde kaufen. Hin, los, reite. Reite wie der Wind. Oh, ist das schön. 750 kostet das. Gut, so viel ist es mir jetzt nicht wert, weil ich will unbedingt das Geld für ein anderes Pferd sparen. Aber das ist auf jeden Fall günstiger, als ich gedacht habe. Das Braune ist auch ganz niedlich hier. Oh, das sieht richtig schön aus. Oh, das ist richtig schön irgendwie. Ich kann dich leider nicht holen, aber du bist richtig süß. Wirklich. Kann ich mit dir reden? Du willst mir wahrscheinlich nur irgendwas erzählen wegen den Pferden, ne? Oh. Du gehst aber schon mal genau in die Richtung, wie ich es gerne hätte. Dich könnte ich mir sogar leisten. Du bist ein Scheier, genau. Du guckst irgendwie ein bisschen scheel. Aber okay.
Zählen zu den größten Pferden weltweit. Mit einer Höhe von weit über 1,70 Meter wirken sie extrem majestätisch. Abgesehen von ihrer Größe sind sie auch für ihr ruhiges und freundliches Gemüt berühmt. Shire Horses sind zudem für ihre stark ausgeprägten Abzeichen am Kopf und den Beinen bekannt. Shires sind nicht nur groß, sondern auch stark und es wird gesagt, dass sie bis zu 5,5 Tonnen ohne Probleme ziehen können. Es macht das Shire im Mittelalter zu einem beliebten Kriegspferd. Okay, ja, als Kriegspferd wollte ich dich nicht einsetzen. Oh, ich kann dich sowieso erst ab Level 8 kaufen, sehe ich gerade. Aber du bist schon richtig schön. Ich weiß noch nicht, ob du wirklich so hundertprozentig das bist, was ich haben möchte. Du bist auf jeden Fall die Rasse, die ich haben möchte. Das auf jeden Fall. Und der Schwarze hier vorne, der gefällt mir auch sehr gut. Wenn ich ehrlich bin. Können wir da auch nochmal eben gucken. Was der so kostet. Okay. Englisches Vollblut. Ach, du bist ein englisches Vollblut. Okay. Ein gutes Pferd für alle Reitdisziplinen. Diese Rasse hat die Geschichte des Wettrennens durch seine Fähigkeit hoher Geschwindigkeiten auf große Distanzen geprägt. Okay. Das ist nicht schlecht, aber ist jetzt nicht so das, was ich unbedingt haben muss. Also das Schnelle. Aber das ist schon das andere, das wirkt so klein dagegen, das andere Schwarze. Ach, jetzt kann die sich hier wieder nicht drehen. Moment. Geh mal rückwärts. So. Was bist du denn für ein Pferd hier? Du bist auch ein arabisches Vollblut. Und warum bist du dann so klein? Du siehst irgendwie richtig niedlich aus. Auch wenn du so klein bist. Oder, ja, gerade weil sie so klein ist, weiß ich jetzt nicht. Aber, oh, das ist ein Stall. Kann ich in dem Stall eigentlich auch rein? Moment, hier ist noch die Tafel. Pferde trinken in den Pinterstellen. Ah, okay, gut, dann machen wir das doch mal. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Geld, ne? Deswegen machen wir das doch mal. Ja, geh mal ein Stück zur Seite hier. Hallo, lauf mal. Ist das jetzt in den Ställen? Ne, das ist hier, okay. Mein Eimer wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich den mitnehme. Wenn ich die schon tränken soll. Also nicht ertrinken. So, du kriegst natürlich auch noch was. Genau. Laufen wir mal einfach durch die ganzen Sachen durch. Ach so, bei dem ist das. Okay. Tada. Da muss ich das wahrscheinlich bei dem Typen hier vorne gleich abgeben. So, dann füttern wir die Pferde noch. Ja, das kennen wir ja alles schon mittlerweile. Aber wir brauchen natürlich Geld. Deswegen machen wir das jetzt alles. Ich weiß, das sind so diese Noob-Aufgaben, aber was soll's? Hauptsache, wir bekommen das, was wir brauchen. Nämlich Geld. Ich werde noch viele solcher Arbeiten verrichten müssen, damit ich viel Geld bekomme. Ach, das ist alles ein wenig nervig, aber es ist halt wie im echten Leben. So, dann müssen wir noch das Ausmisten machen. Ja, ich weiß. Also, das sind, wenn das jetzt alles gleich bezahlt wird und ich das richtig gesehen habe. Ich hoffe, ich nehme jetzt, ja. Dann werden wir wohl 90 bekommen dafür. Nee, ich wollte keine Hufe auskratzen. Ich wollte eigentlich den Stall ausmisten, aber ist okay. So. Dann sind wir jetzt gleich durch. Dann vermute ich... Nee, er hat ein Infozeichen. Ja, wo muss ich das Ganze denn abgeben? Oder doch bei dir hier? Hallo? Redest du mit mir? Hallo, schön dich kennenzulernen. Ich bin John. Du bist noch recht neu hier in Moorland, oder? Warst du schon... in deinem Stall? Falls nicht, geh durch die Tür neben mir und seh dich um. Ja, eigentlich sind neben dir die Pferde zum Kaufen, aber ist okay.
Und sobald du etwas mehr Erfahrung gesammelt hast, kann ich dir dabei helfen, ein Upgrade deines Stalls durchzuführen. Das ist schön. Ich möchte aber eigentlich gerne das abgeben, was ich hier gerade gemacht habe. Das geht aber nicht. Was ist das für ein Mist? Der zeigt mir aber irgendwas Grünes. Nee, das ist diese Tafel hier, oder? Na, wir gehen mal in den Stall rein. Das ist nicht dein Heimstall. Du kannst reiten oder den Pferdetransporter, um zu deiner Heimstadt zurückzukehren. Nee, das will ich aber nicht. Okay. Das ist auf jeden Fall die... Ah, nee, das ist nicht die Tafel. Moment. Da hinten ist doch noch jemand. So, ah, okay. Hallo? Da kann ich jetzt... Fertig. Genau, fertig. Vielen Dank. Ja, kein Thema. Mache ich doch gerne, wenn ich Geld dafür bekomme. Gut, so gefällt mir das. Wuhu, wir haben jetzt wieder Geld dazu bekommen. Und zwar, wenn wir jetzt nochmal weiter gucken, ob und wenn ja, wo wir denn den einen hier finden. Nein, das war's nicht. Auftrag. Laufend verfügbar. Willkommen im Club, das ist klar. Sag mir bitte nicht, dass der das jetzt wieder alles rausgeworfen hat. Ach, da kriege ich die Krise. Silla und die Möwen. Das ist das mit Spirit, glaube ich. Angst vor Geistern. Nee, ein wilder Mustang ist Spirit. Nach Port Finta. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurückreiten zum Jasper, damit wir das weitermachen können. Och Leute, wollt ihr mich denn wirklich so veräppeln? Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist wirklich das Dümmste, wie man sowas lösen kann. Also, dass das dauernd rausgeworfen wird. Ehrlich jetzt. Das heißt, ich muss jetzt die ganze Strecke wieder zurückreisen. Nur um mal kurz mit dem was zu besprechen, was ich schon gemacht habe. Um dann wieder die ganze Strecke nach hier zurückzureisen. Also ihr habt sie doch wirklich nicht alle, ganz ehrlich jetzt. Wenn ich jetzt wegen der Quest hin und her laufen müsste, wegen irgendwas Aktuellem oder so, das wäre ja noch absolut in Ordnung. Aber doch nicht wegen einer Sache, die ich schon längst angenommen habe und schon halb erledigt hatte. Also, sorry. Dümmer ging das jetzt wirklich nicht. So, jetzt weiß ich auch gerade überhaupt nicht mehr, wie ich da hinkomme. Wir reiten einfach mal hier drüber. Vielleicht können wir ja abkürzen. Ich sollte der Sache inzwischen ziemlich nahe kommen. Moment. Es geht jetzt um Spirit, aber... Hat aber jetzt nichts hier mit den Blättern zu tun, oder? Hm, komisch. Wir reiten jetzt erstmal weiter. So, Moment, mit dem können wir jetzt auch nochmal reden, oder wie? Nicht diese Briefe. Ja, das mit den Briefen wissen wir ja. So, ab jetzt kannst du über mein Land reiten. Ja, genau, das wollte ich nämlich bringen. Die Besitzerurkunde vom Bankfach in Fort Pinta zu Jasper. Das möchte ich gerne machen, ja. Du zeigst mir nur leider nicht, wo ich die abholen kann. Das ist genau die falsche Richtung. Genau das muss ich nicht wissen. Ich sollte der Sache inzwischen ziemlich nahe kommen. Also ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Hat wahrscheinlich wirklich irgendwas mit Spirit zu tun, aber... Gut, Spirit ist ein Wildpferd, also das ist klar. Ich denke mal, ich muss jetzt vielleicht hier irgendwie diesem Grünzeug folgen, diesen Blättern, die hier überall rumfliegen. Aber ich kann mich jetzt gerade nicht um Spirit kümmern. Ich muss doch noch dahin. Aber diesmal sind wenigstens zwei Kreise drin, das ist schon mal gut.
So. Ich weiß allerdings nicht, ob ich sie dadurch jetzt immer noch finde. Aber wir schauen mal. So. Und da ist der Brunnen, das ist klar. Das sieht so aus, als ob ich da doch von der anderen Seite hin muss. Ah, stopp, stopp. Nee, das ist... Das ist ein Salon. Aber da könnten wir auch mal kurz hingehen. Schauen uns das mal eben an. Ah, das hatte ich gehofft, ein Haarsalon. Aber wahrscheinlich, beziehungsweise auch Kosmetik, da kann man neue... Ist das eine neue Haarfarbe, die man sich kann? Oh, oh. Die haben jetzt doch mein Pink. Aber für sauteuer. Das ist echt scheiße von euch, Leute. Weil Pink ist immer meine Haarfarbe. Oh, ihr seid echt fies. Ja gut, das sind die kurzen Haare. Sieht natürlich scheiße aus irgendwo. Kann man die drehen? Nee. Also, keine kurze Frisur. Das ist schon klar. Aber dieses Pink... Oh. Ihr Idioten, ehrlich. Ich muss es haben. Ich muss. Jetzt aus... Ach so, das kann man auch ans Lager schicken. Okay, nee, aber ich möchte mich damit ausstatten. Das auf jeden Fall. So, jetzt muss ich aber ganz schnell hier raus, weil... es wird mir jetzt zu teuer. Aber ich habe jetzt endlich meine pinke Haarfarbe, die ich von Anfang an haben wollte. Oh, das ist jetzt richtig geil. Das ist wirklich richtig... Ja, jetzt guckst du hoch. Jetzt guckst du hoch. Jetzt, wo ich hier so eine blöde Hampelei mit den Füßen mache. Guck zu mir. Nein, guck zu mir. Ja, so ist okay. So ist okay. So können wir das lassen. So. Dann sehe ich jetzt auch nicht mehr so ganz wie eine Anfängerin aus. Achso, jetzt kommt die Szene wieder. Da kann ich den umbenennen, das ist klar. Da kann ich wohl neue Klamotten auch kaufen. Da steht ernsthaft einer auf der Mauer drauf. Okay. Gut, wir nehmen das jetzt mal einfach so hin.